zwei Wege. Zwei Schlüssel, die wir brauchen, oder was bedeutet das? Schauen wir doch mal. Sieht aus, als ob es mit Jump'n'Run weitergeht. Na, das wird doch spitze. Ein großartiger Weg zu klettern. Oh, das war nicht gut. Ja, die Sensenmänner, die hauen ganz heftig rein, muss ich sagen. Und ich war ja schon ziemlich angeditscht gewesen. Von daher kein wirkliches Wunder, dass ich mit einem Schlag sterbe. Aber das ist okay. Wir haben ja einen gnädig gesetzten Speicherpunkt. So, prügeln wir uns doch einfach mal durch die Masse durch hier. Diesmal kommen sie gar nicht erst zum Zuschlagen, das ist auch in Ordnung. Kommen die jetzt unendlich hier? Nee, okay. Kleine Pause für uns. Wo geht's weiter? Hier rechts? Zumindest können wir hier runtergehen. Ja, sieht ganz danach aus. Na dann, ich würde gerne mein Leben aufladen. Ich habe gerade gesehen, da war was dafür. Gabriel muss sich wieder todesmutig an irgendwelchen Kanten entlang stürzen. Aber ich glaube, er ist das ja gewohnt mittlerweile. Er hat ja eigentlich das ganze Spiel über nichts anderes gemacht. Vor allem diese Sprünge mit dem Kettenkreuz dann, die sind immer ziemlich heftig. Ah, Leben. Was haben wir denn hier? Mache dir die Macht des Handschuhs zunutze, um diesen Knopf zu aktivieren. Das war der falsche. Den wollte ich haben. Nicht richtig? Doch. Gut, das Tor steht. Zurück am altbekannten Ort versuchen wir doch einfach mal Spiegel Nummer 2. Okay, was haben wir hier? Kann ich gleich hier drüben lang? Oh, das war etwas weit. Interessant. Wir kriegen nicht mal was abgezogen dabei. Direkt an die Kante gekommen. Auch spitze. Oh Gott. Hat funktioniert. Erstaunlich. Ich weiß nicht wie. Aber das ist gut. Nein, 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 nein. Nicht direkt in das Loch. Okay, das ist wirklich bloß eine Zusatzecke hier, wie es aussieht. Das war nicht, was ich wollte. So, nochmal. Das war besser. Ein weiterer Lichtmagiestein für uns. Den nehme ich doch gern mit. So, und damit können wir dann jetzt auch den eigentlichen Weg nehmen. Oh! Na, wenn das so ist. Ups. Hat gereicht. Wunderbar. Auf zur nächsten Kletterpartie. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Aber gut, die Steine sehen sowieso alle gleich aus und hier drüben liegt einer, den wir definitiv noch nicht getroffen haben. Ich bin auf diesem schwebenden Felsen gefangen. Dieses Land ist ein riesiges, irrsinniges Rätsel mit hunderten von Spiegeln, die einen überall hin transportieren können.
Das ist die sogenannte Magie der tausend Türen der Nekromanten. Das Problem besteht darin herauszufinden, welche Spiegel einen wohin führen. Ich bin schon den ganzen Tag und die ganze Nacht hier und werde immer müder, je mehr Türen ich durchschreite. Wieso kommt der Tod nicht einfach und nimmt mich mit? Dein Wunsch wurde ihm Befehl. Okay, wo müssen wir hin? Da drüben? Schaffen wir das? Ich probiere es einfach mal. Oh, scheinbar nicht. Vielleicht hier runter? Nein! Okay, ist überall dicht. Ich dachte vielleicht, dass wir wirklich einfach darüber springen müssen, aber sieht doch nicht so aus. Oh, das war nix. Damit wären wir wieder hier, alles klar. Das ist spannend. So, zurück auf den Felsen. Das sieht schon besser aus. Dann probieren wir uns doch mal hier an der Kante. Wunderbar. Ich glaube, es geht vorwärts. So, ein bisschen hin und her hüpfen. Und schon sind wir oben. Oh, ihr schon wieder. Na gut, klatschen wir noch ein paar Tote. Beziehungsweise Tode, nicht Tote. Es ist ja der Tod, den wir da hauen. Und dann auf zur nächsten Plattform. Wie nah sind wir dem Ziel? Ich glaube sehr nah. Denn dort drüben ist unser Knopf. So, dann entledigen wir uns doch mal kurz der Sensenmänner. Das muss nicht sein, dass wir hier von denen noch ein bisschen penetriert werden. Oh Gott, ich sollte mal ganz dringend ein bisschen in Deckung gehen. So, dann vielleicht doch lieber nicht mit dem Flächenangriff, sondern doch mit dem direkten. Es braucht zu viele Angriffe mit dem Flächenangriff. Und ich bin zu sehr in Reichweite von denen. So. Endlich Ruhe, würde ich sagen, wa? Sonst gibt's hier nichts. Also dann. Na, kommt mit drauf. Und aktivieren. Und das Portal öffnet sich. Oder? Wir sollten es uns anschauen. Was ist gerade passiert, ist die Frage. Ich komme auf jeden Fall noch nicht durch. Also, was haben wir gerade ausgelöst? Das ist ziemlich uncool. Ich dachte eigentlich, wir hätten es jetzt geschafft. Aber offenbar fehlt doch noch irgendwas. Ich glaube, draufhauen ist sinnlos, wa? Die Frage ist jetzt, muss ich links oder rechts nochmal rein? Und muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal nehmen? Oh shit. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Na toll. Gut, schauen wir nochmal nach. Ich meine, ich habe den Schalter ja eigentlich aktiviert, von daher keine Ahnung, was wir jetzt hier nochmal sollen. Das war nicht ganz der richtige Moment, aber fast. So, jetzt. Nein! Verdammt. So, nochmal kurz warten und jetzt! Gut. Sind wir wieder hier? Ich weiß halt wirklich nicht, ob das jetzt nochmal sinnvoll ist, hier hinzugehen. Aber ich meine, mehr als die beiden Spiegel hatte ich jetzt nicht, um mich fortzubewegen. Von daher keine Ahnung, was ich sonst tun sollte.
So, spielen wir wieder ein bisschen Frosch. Zumindest sollten uns ja die Sensenmänner jetzt nicht nochmal penetrieren. Genau. Die lassen uns in Ruhe und damit sind wir doch relativ schnell wieder an dem Ort, an dem wir den Schalter gerade hatten. Der deaktiviert ist. Also, hier gibt es eigentlich nichts mehr zu tun für uns. Hier ist das auch kein anderer. Ne, der ist deaktiviert. Ich meine, ich kann nochmal draufhauen, aber eigentlich bringt es das nicht wirklich. Tja, dann bleibt mir nichts anderes, als wieder rüber zu gehen. Und vielleicht müssen wir dann doch nochmal in das linke Spiegelchen gehen. Oder was genau soll ich hier tun? Ich habe absolut keine Ahnung, was das Ding ausgelöst hat gerade. Ich meine, bei dem anderen, bei dem linken Spiegel, als wir da den Schalter gedrückt haben, ist hinten das Portal angegangen. Aber für den rechten Schalter? Keine Ahnung. Es gibt ja auch keinen anderen Weg, den wir nehmen können. Also, hier ist sonst nichts mehr. Lass noch mal kurz schauen. Oh, hallo. Hier war ich vorhin nicht. Ein neuer Weg? Für die Loser, die es nicht schaffen, da schnell rechtzeitig die Kettenpeitsche zu benutzen, oder was? Ach so, okay. Ich drück doch. Warum benutzt du sie nicht? Oh. So, jetzt aber. Oh Gott, er kommt kaum von der Stelle. Aber das kommt mir nicht bekannt vor hier. Ich glaube, das ist ein neues Tor. War es das, was wir aktiviert haben mit dem rechten Schalter? Zumindest gibt es hier wieder einen neuen Schalter. Hauen wir einfach nochmal drauf. Am besten auch wirklich auf den Schalter und nicht daneben. Und jetzt bitte öffne dich. Na, geht doch. Endlich ist die Bude offen. Endlich können wir durch. Und jetzt bloß schnell weg von hier. Warum ist das so eine Zeitlupe? Ihr dürft es mit der Normalgeschwindigkeit laufen lassen. Also ich habe keine Ahnung, warum das gerade so langsam ist. Also dann. Der Weg ist frei. Es ist wirklich immer noch Zeitlupe. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist gerade. Der Weg ist frei und ich frage mich, werden wir jetzt dem Fürst des Todes gegenüberstehen? Unser Weg ist noch nicht zu Ende, wie es aussieht. Aber dafür sieht's nach einem weiteren Kampf aus. Und ich wäre euch sehr verbunden, wenn diese Zeitlupe endlich wieder enden würde. Natürlich. Ein weiterer Nekromant. Was geht ab? Oh, jetzt geht's wieder normal. Dankeschön, das hat ja gedauert. Das hat mich so verwirrt gerade, dass ich in jede Attacke reingelaufen bin am Anfang. Oh ja, natürlich, genau. Anstatt dich nach rechts wegzurollen, wie ich es gedrückt habe, gehst du wieder irgendwo hin. Oh, echt jetzt? Das ist ungeil. Das ist gar nicht geil.
Der ist ein bisschen bitchiger als der andere, ne? Oh gut, er macht nicht nur mit Toten. Nicht nur mit Sensenmännern, sondern auch mit normalen Leuten. Ich gehe dann mal ein bisschen zur Seite. Aber er verbraucht unglaublich viel Lebensenergie dadurch, ne? Ich glaube, es ist besser, da auf Abstand zu bleiben. So. Nicht doch, nicht doch. Oh, komm schon, ich bin doch unter dir durchgerollt. Na? Oh, oh. Okay, alles gut. Tja, gefährlichere Angriffe, weitaus mehr Lebensenergie dabei verloren. Keine gute Idee, kein guter Deal. Der Punkt geht an mich. Na gut, lasst uns von hier verschwinden. Und kommen wir jetzt endlich an unser Ziel? Ich glaube, der Felsen ist schon der richtige. Jetzt heißt es nur noch klettern. Aber das kriegen wir hin, das ist nicht das Problem. So, wir müssen nur den richtigen Weg finden, aber ich glaube, das wird machbar sein. So. Hops. Kein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo in einer Ritze noch jemand liegt, der uns einen Stein geben könnte. Egal ob Lichtmagie oder Schattenmagie. Aber ist jetzt eigentlich auch egal. Ich verzichte einfach mal dankend drauf. Denn wir kommen eigentlich auch so ganz gut durch, würde ich sagen. Und ich bin viel, viel mehr daran interessiert, jetzt endlich zum großen Oberbösewicht zu kommen. Wenn er das denn ist. Der Herr des Todes. Oder begegnen wir dem noch nicht in dem Level hier? Schauen wir mal. Erstmal müssen wir eine kleine Swingerpartie hinter uns bringen. Und es geht weiter mit den Teleportern, okay? Okay, das ist uncool. So, direkt... Nein, irgendwie will das nicht auslösen. Ich kann mich nicht da oben dran schwingen. Ich komme da nicht dran. Nee. Macht er nicht. Okay, dann vielleicht anders. Ich hab's mal ganz kurz leuchten sehen. Jetzt. Das hat ja gedauert. Na gut. Sieht aus, als ob wir gleich unser Ziel erreicht hätten. Zumindest sieht das dann nach einem großen Eingangsportal aus. Meint ihr nicht? Schauen wir es uns doch mal an. Und immer noch ist es ein Stück zu gehen. Der Weg zum Tod, er will nicht enden. Doch die Spitze, die ist nah.
Und deshalb kann es wirklich nicht mehr weit sein ab jetzt. Aber erwartet uns dort oben noch jemand oder kommen wir ungehindert durch von hier an? Wir werden es sehen. Nur noch eine Kante. Und da sind wir. Der Abgrund des Nekromanten ist absolviert. Kein Kampf mehr zu führen. Oh, wir haben einiges liegen lassen. Wir haben den Lebensstein liegen lassen und zwei Chaos-Magie-Steine. Das ist natürlich schon ganz schön, was wir da nicht gefunden haben. Aber ich muss sagen, damit kann ich leben. Ich werde mal ganz kurz hier ins Talentfenster gehen, denn wir haben noch zwei Sachen, glaube ich, die wir noch nicht besitzen. Und die kosten jeweils 25.000. Ich werde mir das ultimative Licht holen, weil ich viel mehr mit der Lichtmagie arbeite als mit der Schattenmagie. Halte den linken Bumper gedrückt, ich muss noch mal kurz lesen, um den ultimativen Lichtmodus zu aktivieren. In diesem Modus drehst du dich ständig und greifst alle Feinde um dich herum an. Mit dem linken Stick kannst du deine Drehungsrichtung steuern, um so den größtmöglichen Schaden zu verursachen. Okay. Ich glaube, ich werde es nie benutzen. Aber Hauptsache mal gekauft. Wir können sowieso sonst nichts mit den Punkten machen. So, und damit geht es auf zum letzten Level im 11. Kapitel. Der Endboss dieses Kapitels heißt der Dracolich.